Hallo, mein Name ist Nina Timmermann und ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Rellingen. Aufmerksam machen möchte ich Sie heute auf die Aktionswoche Gewalt kommt nicht in die Tüte, die vom 22. bis 28. November landesweit stattfindet. Warum diese Aktionswoche? Am 25. November ist Internationaler Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Und jede dritte Frau ist in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Die Isolation der Corona-Pandemie hat das Problem der häuslichen Gewalt noch einmal verschärft. In der Aktionswoche finden im Kreis Pinneberg viele verschiedene Veranstaltungen, Vorträge und Workshops für Sie statt, über die Sie sich in unserem Flyer informieren können. Rellingen hissen wir in der Aktionswoche nicht nur die Fahne vor dem Rathaus, sondern wir sind auch mit einem Infostand für Sie präsent auf dem Rellinger Wochenmarkt am Freitag, den 26.11. ab 13 Uhr. Dort werden wir dann auch diese Brötchen verteilen. Moin, liebe Rellingerinnen. Ich bin Ihr Bürgervorsteher Reinke aus Rellingen. Gewalt kommt bei uns für Frauen nicht in die Tüte. Mein Name ist Thomas Pantsch. Ich bin Mitarbeiter der Gemeinde Rellingen auf dem Bauhof. Meine Kollegen und ich sagen Nein zu Gewalt gegen Frauen und Gewalt kommt uns nicht in die Tüte. Ich bin Dani Mietz von der Zugendpflegegemeinde Rellingen und Gewalt von uns als Team nicht in die Tüte. Mein Name ist Marc Trampel, ich bin Bürgermeister der Gemeinde Rellingen und Gewalt kommt hier nicht in die Tüte. Gewalt kommt uns auch nicht in die Tüte. Außerdem sammeln wir im Vorfeld zu der Aktionswoche immer Spenden. Das Geld kommt den Frauenfachberatungsstellen und Frauenhäusern im Kreis Pinneberg und somit von gewaltbetroffenen und traumatisierten Frauen zugute. Für Ihre Spenden möchte ich mich sehr herzlich bedanken.